Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und heute Far Cry 5 für euch wieder. Und heute müssen wir mal ein bisschen weiterkommen als letzte Folge. Aber hier ist ständig was los auf den Straßen, ne? So, das ist ein bisschen belastbar. Und zwar, wir wollten eine Gefängnistransport. Hier haben wir auch noch so ein Poster. Ich glaube, wenn wir das machen, kriegen wir auch noch ein paar Points. Und hier ist das eigentliche Ziel, was irgendwie jetzt weg ist. Ich weiß auch nicht warum. Aber der Gefängnistransporter, der wird mich natürlich auch noch interessieren. Somit machen wir das alles. Was ist denn los mit uns? Ja, dann geh mal rein. Auch immer. Okay. Ach so, ist ein Minispiel oder so, ne? Nee, das wollen wir ja eigentlich nicht. Los, Boomer. Fass. So ist schön. Nee, das ist nicht gut. Wer ist denn da gestorben jetzt? Kann man denen noch helfen? Nicht mehr, ne? Oh Mann, ey. Oh, Schloss Mittelaussicht. Okay, der Transporter ist weg. Auch nicht so schlimm jetzt. Wenn aber hier nichts mehr ist, ja, dann gehen wir doch hier hin. Daneben ist ja nee. So, Radio auf. Du musst mir danken. Ja, kein Problem. Du hast mich gerettet. Alles klar, dann fahren wir mal weiter erstmal. Ach so, ich muss erstmal aussteigen. So macht man das.
14. Juni 1964 gab Klatschnixon. Also, das ist keine Hauptmission, das ist nur eine Nebenmission, so. Pipapo. Doch statt einem Wochenende dauerte dieser ganze 3 Wochen. So, das hier sollten die Hauptmissionen. Hier ist genau Story-Mission folgen. Alles klar, jetzt haben wir das wieder rausgefunden hier. Alles klar, Boomer. Ich glaube, ich tausche dich mal kurz ein. Ich will mal was ausprobieren. Wie ging das nochmal? So, was haben wir denn hier so Schönes? Gesundheitsboost 2. Das klingt nach einem Plan. Haben wir schon, glaube ich, oder? Ah, jetzt. So, was haben wir noch? Schwarzmarkt. Ja, weiß ich nicht. Achso, mehr können wir irgendwie nicht. Obwohl wir. Achso, wir haben nur noch 2 Punkte, ich verstehe. Ist klar. So. Genau. Nehmen wir doch sie mal. Die anderen haben wir noch nicht. So. Tschüss, Boomer. Mach mal Feierabend, ne? Kann die denn mit einsteigen oder kann sie nicht mit einsteigen? Ach so. Vorsicht, wenn die Peggys uns aufhalten. Oh nice. Das ist auf jeden Fall nice. Straßensperre zerstörte. Oh. Du hast ihn gar nicht getötet. Das sieht nicht gut aus. Totenkopf. Aber können wir auf jeden Fall probieren, ne? Los, schieß. Ich werde gerade warm. Oh, da hinten ist ein Sniper.
Jawoll. Das ist aber noch einer. Egal. Sehr gut, sehr gut. Alles klar, alles klar. Kann man die auch plündern? Ich glaube nicht, ne? So, wir sind gleich da. Das ist auf jeden Fall Totenkopf wieder. Das ist auf jeden Fall Action. Hallo? Ist da draußen jemand? Hier ist Virgil Minkler aus dem Hope County Gefängnis. Wir brauchen Hilfe. Wiederhole, wir brauchen Hilfe. Die Peggys reißen die Tore ein. Falls jemand in der Nähe ist, Beeilung! Keine Ahnung, wie viel Zeit uns noch bleibt. Oh, ich glaube, das waren dann Verbündete. Nicht so schön. So, mach mal Tür auf. Oh, okay, okay. Rookie! Mehr Munition! Da hast du uns den Hintern gerettet. Die werfen sich jetzt schon seit Tagen gegen diese Mauern und hören nicht auf. Das ist ein echtes Hornissennest. Max auf der Straße! Verdammt! Sunny! Rookie, ich brauch dich auf der Mauer. Kein Problem. Ich ändere die Position. Von hier kann ich nichts machen. Das kriegen wir schon hin hier. Das war unser Wagen, nicht deiner. Pisser. Westseite, pass auf, sie kommen von der Westseite. Kann ich denn hoch?
Alter. Wer reicht euch? Ja, die wollt mir doch gerade einen aufs Maul hauen, oder nicht? Noch ein toter Peggy. Da fährt ein Tanker vor! Schalt ihn aus! Halt den Truck auf! Er ist auf dem Weg zum Tor! Ja, wir brauchen auf jeden Fall irgendwas härteres jetzt. Sag mal, kann ich hier mal durch? Dankeschön. Warte mal, hier hatte ich noch was gesehen. Raketenwerfer und so. Mach mal die Musik aus. Boom Shakalaka. Ich hätte eigentlich gerne meine Waffe wieder. Irgendwo ist ein Schweißgerät. Futti hat es, so let's hol es dir. Du bleibst bei mir. Fangt an, Schrott zu sammeln, und wenn ihr dafür die Türen von den Zellen abreißen müsst, dann tut es. Und jetzt los, wir haben wenig Zeit. Gibt's Probleme? Nein, ein paar der Peggys wollten hier hoch, die sind erledigt. Tür! Ist nicht so schlimm, das wird wieder. Nur immer draufdrücken. Weißt du, ich sollte letztes Jahr in Rente gehen. Hatte Angst, dass ich mich langweile. Ey, willst du uns vorstellen oder stehen wir hier nur rum und wackeln mit dem Arsch? Tracy! Ach, fick dich, Virgil, nicht heute! Ich hab's doch gesagt, vulgäre Ausdrücke sind ein Zeichen für, du trägst deinen Button nicht! Nein, ich trage ihn nicht. Ich brauche einen Schadensbericht. Aber wir sind Cougars! Eigentlich nicht. Siehst du, ich trage meinen Button, der Sheriff trägt seinen Button, der Mann hier... Tut mir leid, wer ist das? Einer meiner Deputies. Ich dachte, deine Deputies wurden geschnappt. Der hier nicht. Er hat Edens geht so richtig eingeheizt, habe ich gehört. Ist das so? Tja, ich hoffe, du willst dich hier einbringen. Wir brauchen keine Schnorrer. Tracy ist in Ordnung, sobald sie dich näher kennt. Und sie hat nicht ganz Unrecht. Es ist einiges zu tun hier. Hör dich einfach um. Schön, dass du hier bist, Rookie. Da freut er sich. Schon besser. Da freut er sich.
Dass ich das Wappen trage. Alles klar, das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Haben wir auf jeden Fall diese Folge jetzt ein bisschen weiter. Hier ist wohl so Krankenstation, neues Lager. Wir müssen ja immer alles wieder einnehmen. Ziemlich viele Verletzte. Ja, gleich. So, Leute. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Und wenn euch das Video gefallen haben sollte, dann lasst wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.